Wir sind alle voller Vorfreude. Es ist eine tolle Geschichte, diese Einrichtung der Youth League. Und wir sind natürlich froh, dass wir in einer schweren Gruppe auch Barcelona und Mailand, aber auch Prag haben schlagen können, dass wir uns durchgesetzt haben. Jetzt freuen wir uns auf die Engländer. Also wir sind hier hingereist und haben hier super Bedingungen mit dem Hotel und der Anlage hier. Und die Freude ist dementsprechend noch größer. Wir haben alle lange jetzt darauf gewartet, über Neujahr und jetzt bis in den Februar rein. Und deswegen wollen wir jetzt morgen zeigen, dass wir der deutsche Meister besser als der englische Meister ist und Vollgas geben. Ja. Ich denke mal, dass wir jetzt auch im Vergleich zu den letzten Wochen und Monaten mehr ein Team geworden sind und dass jeder für den anderen noch mal mehr läuft. Und erst recht in so einem Spiel, dass wir noch mal alle zusammen 100% raushauen und es kein angenehmer Gegner werden. Die Jungs müssen mutig sein, wir müssen zusammen verteidigen, extrem wichtig, den Kampf da annehmen, aber auch eben den Spielwitz vorne haben, was uns auch ausgemacht hat, um Tore zu erzielen, weil am Ende, damit wir weiterkommen. Erstmal muss man sagen, ich glaube, verdienter Sieg für Derby. Es war typisch englisch. Wille, Einsatzbereitschaft, Körperlichkeit und dagegen haben wir leider zu wenig Lösung gefunden.
Ja, auch wenn wir jetzt ausgeschieden sind, ich glaube, das vielleicht mit Wichtigste ist einfach die Erfahrung, glaube ich, die sie sammeln konnten mit tollen Spielen, natürlich insbesondere auch gegen Barcelona, auch Inter Mailand. Die Spiele waren auf einem sehr hohen Niveau. Und das bringt die Jungs in ihrer Entwicklung weiter, zusätzlich zu den Spielen in der Junioren-Bundesliga noch und jetzt auch heute.